So. Lava soll wohl eure Zukunft deuten, ja? Tut mir leid, aber ich bin gerade nicht in Stimmung. Und ich habe keine Zeit. Könnte eine Münze für einen armen alten Bettler empfehlen? Geh arbeiten. Ich habe nichts getan. Ja, das ist ja das Problem. Okay. Letztes Mal haben wir eine junge Dame gerettet von den Banditen. Ich glaube, dann setzen wir unsere Reise fort nach Irvastet. Neuer Morgen, neues Glück. Und ich hoffe, dass ich diesmal nicht schon wieder den ganzen Weg zurücklaufen muss. Sonst kommen wir ja nie voran. Naja, was soll's. In letzter Zeit regnet es so oft. Immerhin haben wir die Wolfsfelle bearbeitet und können jetzt ein bisschen mehr tragen. Ist schon mal gut, weil ich ja immer noch keinen Platz habe, die Drachen, den Drachenloot irgendwo sicher zu verwahren, also muss ich ihn halt mitschleppen. Geht nicht anders. Ja, das kriegen wir hin. Gucken wir, ob wir vielleicht auf dem Weg noch ein paar Dungeons finden. Normalerweise würde man sagen, guck auf den Kompass, da siehst du ja die ganzen Dungeons in der... Oh! Ganz ruhig! Mann. Ein freilaufender Gefangener. Mein Freiwillig. Für einen Gefangenen hat er recht gutes Zeug. Was hat der? Nix. Oh. Na gut, das erklärt wahrscheinlich, warum er das Zeug hat. Ach, die Arme. Einem Toten. Das könnte interessant sein. Ruhe in Frieden. Nachricht von einem Toten. Falls ihr das hier liest, bin ich vermutlich tot. Eine Gruppe Banditen hat mein Haus geplündert und mir fast alles, was ich besitze, genommen. Das Schlimmste ist, dass sie mir einen Anhänger, der seit vielen Generationen ein Familienerbstück ist, geraubt haben. Die meisten meiner Familie sind gestorben und der Anhänger war meine letzte Verbindung zu ihnen. Ich werde die Schurken verfolgen und meinen Anhänger zurückholen. Auch wenn es meinen Tod bedeuten sollte. Okay. Und hier haben wir noch ein Kopfgeld, glaube ich. Kopfgeld in Name von Balgruf der Ältere. An allen fähigen Männern und Frauen von Weißlauf, die Banditen in vergessener Turm belästigen, berauben und attackieren Bürger wie Besucher. Wenn ihre Anführer... ich kann nicht mehr lesen. Wer ihren Anführer tötet, wird eine Belohnung erhalten. Provencius Avenici. Gut. Ist das jetzt... der Anhänger? Das war's, glaub. Nee. Shit. Blocken mit einem Schild. Aber dazu zählt auch Parieren mit Schwertern, glaube ich. Mal kurz gucken. Ist da explizit
blocken. Muss das blocken. Ich muss echt Blocken machen. Ich bin echt geblockt. Ja, da muss ich halt Time-Blocken halt echt gut können. Ein zeitigen Block könnt ihr innerhalb von einer Höhle schlagen. Zeitiges Blocken vermindert Schäden. Wenn ihr dreimal. Nein. Das ist nur Schild wahrscheinlich. Schön. Ja, das ist glaube. Ja, das könnte sein, dass das der Schild-Tree ist. Ja, komm. So. Was die Richtung wir in dem Kampf. Blockt. Ja. Muss ich ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich da investieren möchte. Das ist mir zu unsicher, da ich jetzt nicht so gut bin. Na gut, das heißt, da muss ich besser werden, aber naja. Wayne. Schauen wir einfach mal. Wichtig, dass ich in Schild, in Pfeil und Bogen investiere, in leichte Rüstung. Erz. Dürfen wir nicht vergessen. Das kann man irgendwann mal auch verarbeiten. Gut, dann müsste ich halt natürlich in Schmiedekunst investieren. Ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Ups. Ne, hier ist nichts Merkwürdiges. Ich mag merkwürdige Sachen. Ach ja, da wollten wir hoch. Ich glaube, da ist ein Schrein oder ähnliches. Bin mir nicht sicher. Schauen wir uns einfach mal an. Ah, ein Seelenstein und... Okay, doch ein Gegner. Du hast angefangen, nicht ich. Oder du wolltest anfangen, so meinte ich das. Oh, es kann doch kein Schwein lesen. Das ist beides Bogenschütze gewesen. Ein Ritualstein. Was kann der? Wer unter dem Zeichen des Rituals steht, kann einmal pro Tag Leichen in der Nähe wiederbeleben, damit sie für einen kämpfen. Nope. Nichts für mich. Da ich ja eh schon einen hab. Würde sich ja nur lohnen, wenn ich was Besseres finde. Passend für meine Klasse. Immerhin Headshot. Immer schön die Mitte des Raumes.
Ah, schöner Sonnenschein. Toter Skiver. Okay. Safen für das sichere Gefühl. Sieht aus wie ein Weg nach oben. Das könnte interessant werden. Ich glaube, da ist ein Dungeon. Zumindest in der Treppen. Und da steht jemand. Ja, kein. Doch, ist ein Treppen. Gucken wir mal. Das sind Riesen. Also ich, will ich mir vom Ge- bisschen näher anschauen. Guldunfelsen. Oh, jetzt wird's auch noch neblig. Zu neblig. Nein. Also, wenn das eine Höhle ist voller Riesen, wie verkackt. Aber sowas von. Das wollen wir nicht riskieren. Ich bin einfach zu low level dafür. Machen wir das gar nicht. Versuchen. Ja, feiges Huhn, bla bla bla. Lieber nicht. Was ist das für eine? Was ist das für eine Anzeige? Oje, oje, oje. Kann ich jetzt mein Fleisch kochen? Nope. Na ja, gut, hätte ich jetzt sparen können, das Scrollen. Verfügbare Sachen werden immer oben angezeigt. Bin mir nicht sicher, wie lang, wie weit der Marsch nach Irvastad ist. Irvastad? Irvastad? Sollte nicht allzu lange sein. Ah, ein Fuchs. Hallo. Ja, der Nebel vermiest irgendwie alles. Siegens. Wenn ich jetzt halt nicht allzu viel sehe. Damit könnte ich Dungeons... Oh, fuck. Ui, joch. Okay. Selber schuld. Na, ich glaube, die weiße Leiste ist... die Menge an Aufladung, die der Bogen verfügt. Schön locker aus dem Handgelenk. So wie es echte Minenarbeiter machen. Nicht. Noch eine Ziege. Oh, das sieht interessant aus. Okay. Mal gespannt. Komm, Spannung.
Pfeife, warum hier sind hier so viele Ziegen? Hilgruns Grab entdeckt. Hilgrun, diese Hilgrun. Okay. Let's poppen. Oh, bei Kühne. Habt ihr mich erschreckt? Hier treibt sich ein Totenbeschwörer herum, also passt auf euch auf. Okay. Könnt ihr mir helfen? Er ist in der Gruft. Weiß der Himmel, was er mit meinen toten Verwandten anstellt. Wer ist in dem Grab? Val Sveran. Meine Familie hatte schon immer gewisse Probleme mit ihm. Aber jetzt ist er endgültig übergeschnappt. Er ist da rein, um unsere Familiengruft zu schänden. Er will unsere Ahnen für schmutzige Dunkelelfen-Totenbeschwörungen missbrauchen. Nichts für ungut. Ich meine, ihr interessiert euch sicher nicht für so etwas. Meine Tante ist ihm hineingefolgt. Aber sie ist nicht wieder rausgekommen. Und ich habe Angst, allein reinzugehen. Na dann, los geht's. Großartig. Ich sperre die Tür auf und treffe euch drin. Dann könnt ihr vorausgehen. Okay. Das nehmen wir. Was ist das? Knochenmehl brauchen wir jetzt kein. Aber Salz. Salz ist wichtig. Ich weiß nicht warum, aber Salz ist wichtig. Okay. Voila. Okay. Viel zu dunkel. Ein bisschen Licht könnte man gebrauchen. Beldrover an Kuhn. Geht doch. Na dann los. Leinen haben wir genug. Da ist eine Falle. Geht doch. Level up. Was ist los mit dir? Kannst du nicht kurz warten? Oh. Diese Amateure. Jetzt chill mal. Der Tor ist leer. Leer, was soll ich denn hier? Lass mich raten. Leer. Na gut. Okay, jetzt gehen wir weiter. Pfeile. Alter. Auf diese Falle falle ich nicht rein. Genauso wie auf dich nicht. Oha, wie schlecht. V.
viel Wein, auf jeden Fall. Meat. Meat Barrel. Ja. Not Meat. Brauche ich nicht. Sorry. 136 Pfeile. Was? Na, den Rest machst du. So, manchmal fühle ich mich schon wie Legolas. Wenn ich jetzt gerade an die schönen Headshots denke. Ich schon sagen. Die gehören meiner Familie. Hast du nicht gesagt. Also, am Anfang. Ja, komm. Das gehört bestimmt nicht deiner Familie. Oh, ist ein Balsamier. Ich dachte, Dietrich. Ja. Wie gesagt, davon haben wir genug. Vorerst. Umhang des Liebhabers. Nein. Tante Agner. Oh nein. Einen Moment. Hältst du mich für einen Närrin, Ulfgard? Fauchte sie. Es riecht immer noch nach dieser Dunmahure. Sorry. Mich das jetzt anziehen oder nicht? Wieso bin ich nicht mit ihr zusammen? Lass mal lieber da. Er hat die Tür verriegelt. Nur die Dietriche braucht sie nicht. Götter wissen, glaub mir. Was er da drinnen mit den Leichen meiner Ahnen anstellt. Agner hat mir einmal erzählt. Ja, wir rechnen uns schon noch. Keine Sorge. Wo in Ungnade gefallen und Tür. Familie begraben wurden. Welchen Tür? Vielleicht kommen wir so in die Hauptkammer. Sollen wir jetzt da oder da? Achso, okay. Boah, du hast mich geschubst. Schubsen geht nicht. Und mich konzentrieren beim Schießen. Du kannst nicht einfach schubsen. Aha. Vorsicht! Hier ist irgendwo ein Druckplattenschalter. Ach nee, sag bloß. Ich habe ihn ausgelöst und bin mit Wurf. Pfeilen beschossen. Dann sind wir jetzt ganz vorsichtig. Ich hab's aber schon gesehen. Ja, okay, ich soll ja nix nehmen. Aber da ist eine Truhe und ich kann nicht. Ich muss wissen, was da drin ist. Yes, nein? Geht doch. Nehme alles, oder? Sag nix. Okay, Druckplatte. Better safe than sorry.
Oh, nett, schon wieder diese Drecksspinnen. Wow, was? Machst du das? Witzig. Erz, Erz, Erz. Hör weiter. Kommst du? Ja. Cool. Ja, und was machst du so? Ein Rätsel kommt wahrscheinlich. In den Runen hier. Das sieht aus wie die Ecke, von der Agna mir erzählt hat. Okay. Sie sagte, der Bär würde den Weg weisen. Der Bär will den Weg weisen, okay. Ja. Hier kurzes Licht an. Ja, so macht man Lichter an. Na gut. Also, der Bär wird den Weg weisen. Der Bär wird den Weg weisen. Ich weiß, da ist eine Kordel zum Ziehen. Ich sehe hier keinen Bär. Naja, gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt einfach mal dran ziehe. Ihr habt den Gang gefunden. Er führt durch den Sarkophag. Mir gefällt das nicht. Aber wir beeilen uns. Okay. Ja, los. Keine Ahnung. Einfach so. Nehme ich mal mit. Ich möchte meine Pfeile wieder. Danke. Dann habe ich wieder Eisenpfeile. So. Okay, ich glaube, das müsste dann die... Diese Tür müsste zur Hauptgrabkammer führen, wo Wahl sich verkrochen hat. Okay, aber gucken wir erst. Wir halten der ganzen Geschichte ein Ende. Warte, ich will noch kurz hier rein. Tschüss. Nom, nom, nom.
So, jetzt können wir weiter. Save it. Wir können ein bisschen mehr Licht gebrauchen. Bell Baukun. Ich werde meine Ahnen nach Sovngarde zurückbringen und euch gleich mit. Sovngarde ist ein Mythos, tauge nichts. Und nun könnt ihr euch euren Vorfahren in ihrem Dienst für mich anschließen. Hey, hast du ein bisschen? Jemand muss etwas unternehmen. Oh, joch. Fuck. Bell, Saroth, Haas, Hall. Bell, Saroth, Haas, Hall. Bell Baukun. Ich werde meine Ahnen nach Sovngarde zurückbringen und euch. Ist mir scheißegal. Was ein Weg. Mann. Meinst du jetzt vielleicht nicht die allerbeste Kampfkunst von mir? Aber besser als zu sterben.
Mehr hat er nicht zu looten. Na gut. Als Experte. Nah dran. Ein bisschen. Es. Machen wir Zeugs. Safe. Und menschliches Herz, ja, warum nicht? Nee. Oh, ein Diamant. Oh Gott. Ja, die paar Cents. Gucken. Experte. Achso. Puh. Das war ja mal was. Ich hau ja ab. Tschüss. Spaß gemacht. Ruf mich nicht an. Star.